I wanna cruise in my Link and smoke. Ich habe mich leider heute Abend hier um 12 Minuten verspätet. Ja, leider, leider. Und zwar nicht, weil ich etwa angeln war, ja. Nein, 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 nicht deswegen. Auch nicht, weil ich einen Baumarkt eröffnen musste, ja, wie jeden Samstag und dafür bezahlt werde. Nein, auch nicht deswegen. Auch nicht, weil ich einem polnischen LKW-Fahrer auf der Autobahnraststätte Wolfenbüttel Ostereier von letztem Jahr verkauft habe. Nein, auch nicht deswegen. Auch nicht, weil ich ein ernstes Gespräch hinter dieser Bühne mit der Ex-Frau von Udo Jürgens hatte. Nein, auch nicht deswegen. Und auch nicht, weil, auch nicht, weil mich Peter Maffay hinter der Bühne hier angequatscht hat und mir unbedingt sein neuestes Werk vorsummen und vortragen musste und ich dann am Ende gesagt habe, Peter, absolut geil, ich kann es kaum erwarten, bis der Track veröffentlicht ist. Nein, der Grund, warum ich mich hier heute Abend um 12 Minuten verspätet habe, ist, weil die Oma meines ukrainischen Freundes Anatoli heute Selbstmord begangen hat. Ja, ja, das ist ein sehr ernstes Thema und ich bin noch in tiefer Trauer, obwohl ich nicht mit der guten Dame verwandt bin. Bin ich trotzdem noch in tiefer Trauer, ja, weil ich die Familie gut kenne. So, was ist geschehen? Anatoli, mein ukrainischer Freund, sagt, dass die Oma heute Nachmittag so ein Messer mit so einer Klinge sich in ihren Bauch gerammt hat. Wow. Und sie muss sich dieses Ding, also mit der Riesenwucht, diese Riesenklinge mit einer Riesenwucht in ihren Bauch gerammt haben, dass erstens das Blut an die Wand gespritzt ist wie verrückt, ja, die Blutflecken habe ich gesehen, diese Blutspritze an der Wand, und zweitens sind da wohl noch ja, Blumenkohl und andere Sachen dann auch noch aus ihrem Bauch rausgespritzt. Ja, also fürs Mittagessen gab es wohl Blumenkohl, ja. Gut, nee, ich meine nicht gut, es tut mir sehr leid, das zu hören, habe ich Anatoli gesagt. Und das ist aber nicht alles. Die gute Frau hat sich dann noch absichtlich von der dritten Etage, die lange Treppe runter, bis zur zweiten Etage gestürzt, ja, und dann lag sie unten wohl mit Knickbruch, Riesenblutbad, und oh ja, nicht, es war kein schöner Anblick, sagt Anatoli. Gut, heute Nachmittag kriege ich dann auf einmal einen Anruf auf meinem Handy, ja, und es ist Anatoli, sage ich, was ist los, Junge, was willst du um die Zeit von mir? Sag ich, was hat deine Oma heute nicht ihr Mittagessen von Meals auf Wheels, von Essen auf Rädern bekommen oder was? Soll ich nochmal zur Würstchenbude und eine Currywurst für so holen und ja, bei ihr in der Wohnung abgeben oder wie? Sagt er, nee, das ist nicht das Problem. Er könnte es am Telefon leider nicht besprechen. Aus Sicherheitsgründen, sage ich, ja, ja, das verstehe ich, heutzutage die Telefone und der ganze Scheiß wird ja alles abgehört. Sage ich, ja, okay, was willst du von mir, Alter? Sagt er, ja, komm bitte in die Wohnung, seine Oma gefahren, und da will er dann alles weiter mit mir besprechen. Ja, sage ich, na ja, gut, alles klar, gut. Gut, ich setze mich in meine Karre, düster rüber in die Wohnung von seiner Oma und da ist schon Anatoli. Ich gehe da in die Wohnung rein und wow, ach du Scheiße. Ja, da liegt die gute Oma, ja, riesen Blutbad, Messer noch im Bauch, Blumenkohl,
ja, Blutspritzen an der Wand, Riesenblutball auf dem Boden, oh, es war kein schöner Anblick. Und da lag die gute Frau, ja, 92 Jahre alt, aber